Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Ja, nachdem wir in der ersten Folge die drei Panzerkäfer hier vermöbelt haben und bereits 10 Level von 32 abgeschlossen haben, bin ich zuversichtlich, dass wir heute diesen Level unter anderem schaffen dürften. Indem wir einfach mal so geschickt darüber rennen. Okay. Gut, hier ist die Warp-Zone zu Welt 5. Und dadurch, dass das nicht beabsichtigt war, habe ich jetzt gerade gerewindet. Bitte verzeiht es mir, aber ich habe ja gesagt, ich will es normal durchspielen. Und mir war nicht sicher, dass... mir war nicht bewusst, dass das hier quasi ein One-Way-Ticket in die Warp-Zone ist. Gut, man hätte ja auch noch an der Röhre hochkommen können, aber will ich nicht. Nein! Ich will das nicht. Und damit geht es jetzt ganz normal weiter. Hätte das doch auch beim ersten Mal vielleicht geklappt. Habe ich überhaupt schon... Ja, ich habe es eigentlich schon gemacht, aber dennoch... Schade. Okay. Okay. Ist ja nicht so, dass ich euch nicht vorgewarnt hätte. Obwohl ich ja eigentlich die Spiele ganz gut kann. Mehr oder minder. Es gibt ja dann doch so Leute, die brauchen hierfür keine Ahnung wie 400 Folgen. Deswegen dürfte das hier dann doch einer von der schnelleren Variante sein. Am schlimmsten sind ja die, die wirklich sagen, ein Level pro Folge. Also eine Welt pro Folge könnte ich ja noch verstehen, wenn man sich das als Ziel setzt. Aber wirklich ein Level pro Folge? Ich meine, schaut euch das mal an. Es sind jetzt keine 2,5 Minuten rum. Und ich habe schon 4,3 geschafft. Gut, ich habe bei 4,2 angefangen, aber ihr wisst, was ich meine. So, Stern 4 minus 4 gibt 0 Sterne. Ach so, das war das hier, ne? Na, warte mal. Ja, oben. Dann... Dann glaube ich unten. Ah, und das war's schon? Okay. Ich dachte, es käme noch ein dritter. Gut. Ah, und genau da drüben liegt meine Flasche Wasser. Ich nehme direkt im Anschluss an die erste Folge auf. Okay, ich hole schnell meine Wasserflasche. Okay, weiter geht's. Wir sind schon wieder im Schnee. Aber es ist... Leute, es ist April. Wir haben Sonnenschein. Aber gut. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wa? War der... Oh ja, hier ist der Geheimraum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann springen wir hier noch rein, krallen uns die, was waren es, 10 Münzen. Und rushen direkt weiter. Ach, Kugelwillis. Hier könnte man meinen, so wie die ausschauen, haben die Kugelwillis Flügel. Weil eigentlich haben ja die Bullet Bills Arme. Und hier sehen die halt so aus, als hätten sie Flügel. Also gut, dann selbiges Spiel nochmal. Erst einmal hier die 10 Münzen. Wenigstens haben wir dann ein Leben. Und ich weiß jetzt nicht, ja. Leben sind immer was Feines.
So, du stößt dich ja. Eieieiei, wie stell ich mich denn hier bitte an? Ja, jetzt wird's langweilig. Beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Also komm. Weil es so schön war. Weil es so schön war, bringe ich mich um und habe jetzt nochmal 3 Bomben. Dam, 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 da, 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 da. Ja, wie gesagt, so hart ist der Hard Mode tatsächlich bisher noch nicht. Das ist halt, wie gesagt, die meisten. Panzerkäfer, die ihr hier seht, waren halt früher Goombas. Und halt irgendwo an der einen oder anderen Stelle ist halt nochmal ein anderer. Und das hier nutze ich jetzt nur als Shortcut. Ich könnte mir jetzt zwar doch nochmal die 20 Münzen hier snacken, aber ja, muss dann auch nicht sein. Zack! 5-1. Brrrp. Wow, eine ganze Rakete. Oh, hier sind wieder Hammerbrüder. Ui. So, und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, hier war auch noch irgendwo ein Pilz. Ja. Also, die werden jetzt für sehr viel Frust und Kummer sorgen. Ich glaube, die wurden auch vermehrt platziert. Bleib einfach bloß hier da stehen, Mario. Uiuiuiui. Hier waren 2. Und hier ist ein Pilz. Den kann ich gebrauchen. Aber am schlimmsten ist es in 8-3 mit den Hammerbrüdern. Oh, eine Blume. Echt, das war's schon? Okay, da bin ich dann doch ein bisschen, wie soll man sagen, enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, es käme mehr. Naja, man kann ja auch nicht alles haben, wa? Ah, dafür wieder Bullet Bill Launcher. Und ich glaube, hier haben wir schon das Remake von 1.3. Ui. Oh. Alter, Turbo. Tatsache, voll der. Ah, oh, das war jetzt ja aber ein Turbo Rush. Schmeckt. Und dann sind wir schon 5. Stern 5-4. Naja, dich lassen wir. Und ich gehe jetzt dieses Mal oben lang. Haben hier die Flammen schon ein bisschen eher angefangen, oder was? Oh, es sind mehr Podobos. Zumindest in der einen. Komm. Das heißt, ihr müsst jetzt. Der fängt noch nicht mit den Hämmern an. Okay. Ich dachte, er würde tatsächlich in Welt 5 schon mit den Hämmern anfangen. Vielleicht war es auch in Lost Levels, keine Ahnung. Ah, but our princess?
Jawohl. Übrigens, Super Mario Bros. The Lost Levels ist ja auch in 3 Varianten herausgekommen. Einmal die klassische, dann einmal im Bundle mit Super Mario World. Das ist auch übrigens die Version, auf die ich hier gerade Zugriff habe. Ich habe ihn behalten dürfen. Also den Pilz. Und einmal tatsächlich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Super Mario Bros. Ist auch nochmal die All-Stars Edition für die Wii rausgekommen. All-Stars Collector Edition. Also da frage ich mich, wie um alles in der Welt soll man das denn bitteschön mit einer Wiimote spielen? Weil es ist 1:1 dasselbe Spiel. Bye bye. Wie? Erklärt's mir, ich hab keinen blassen Schimmer. Naja, ich muss es ja auch nicht verstehen. Bam, 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 la 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 la. Ich meine, Welt 6 war für Welt 6 Verhältnisse dann doch ganz schön leicht. Ja, das ist auch so beschissen, wenn man eine... Wenn man als kleiner Mario eine Blume einsammelt. Okay. Alter, warum wird man hier so tief heruntergesoßen? Wenn man als kleiner Mario eine Blume einsammelt, dann wirkt die nur wie ein Pilz. Was ich zwar nicht verstehen kann, aber gut. Wahrscheinlich war das früher so, dass die halt gleich reagiert haben und dann... Finger im Po, Mexiko. Ja, das ist halt einfach an der Programmierung dieses Spiels lag. Bin ich hier aus der Röhre rausgekommen und der Rest war einfach abgeschnitten? Schaut fast so aus, ne? Alter, diese Einzelblocksprünge, die sind so scheiße. Okay, Paracoopa. Mir gehen langsam die Worte aus. Es ist halt... Ah ja. Das ist ein schöner Nachthintergrund für ein 2D-Level. Finde ich halt. Ob ihr das auch so seht? Keine Ahnung. Hui, 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 hui. Ei, ei, ei. Das, ach, das, also diese Sprungdinger, die sind böse. Das Böse. Booyakasha. Ah, und damit sind wir auch schon wieder in 6-4. So, und wenn er jetzt hier nicht mit Hämmern wirft, ja, dann wirft er halt eben nicht mit Hämmern. Ja, lol. Dann wirft er halt eben nicht mit Hämmern, Leel. Mano. Mano, Mede.
Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch! Ja. So viel dazu. Also, bis gleich wieder in 6-4. 6-4. Alter, ich stehe schon gar nicht mehr auf dem Block. Hä? Okay. Sag ich nix. Ah, jetzt beginnt der. So. Ja, man kann ihn auch so besiegen. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Welt 7. Was meint ihr, schaffen wir heute noch Welt 7? Wobei, die Zeit ist ja auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Nein! Oh! Habt ihr das gesehen? So. Geh weg. War hier... Nee. Edgy Badge. Ohohoho. Ich will nicht wissen, ob da drin irgendwas Brauchbares ist. 7-1. Geschafft. Schauen wir mal. Ich würde sagen, sobald es mich das nächste Mal erwischt, beende ich für heute an Wasserlevel. Das passiert da leider gerne. Bei dieser beschissenen Unterwassersteuerung. Zumal es mich... Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber mich zieht es immer in die Wasserlöcher hinein. Ja. Habt ihr gesehen? Es hat mich darunter gesogen. Es geht bloß weg. Jawohl. Nein, nein. Ja. Oh, Baby, Baby, Baby. Bitte lass jetzt hier keinen auftauchen. Okay, hier kann... ich habe die Wand nicht mehr im Kopf gehabt. Ansonsten hätte ich mir jetzt nicht gedacht, hier kann gerne einer auftauchen. Weg da, weg. Ja, Mann. Komm in die Gruppe. So, 3. Supi. 7-3. Okay, das hier ist das Remake, glaube ich, jetzt von 1-3 oder wo? Oder 2-3 war es. Ja, und damit war es das auch schon wieder für heute. Ah, oh, war das dumm. Aber gut, ich muss mich leider an mein Wort halten. Nun gut, dann geht es das nächste Mal mit den letzten 6 Leveln weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin macht's es gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, irgendwie habe ich da jetzt was durcheinander gebracht. Keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Tschüss.